Willkommen, liebe Mitturner und Mitturnerinnen. Ja, auf Krone TV wird auch am Samstag und am Sonntag geturnt. Das heißt 7 Tage die Woche. Somit gibt es auch keine Ausreden. Ich kann mir jetzt aussuchen, wo und wann ich turne. Entweder um 9, um 11 oder um 18 Uhr, beziehungsweise online oder in der TV-Tek, wie auch immer. Und wir starten gleich hinein mit der ersten Übung. Okay, die sieht wie folgt aus. Wir gehen in die leichte Grätsche. Beine sind nie ganz gestreckt, ja, sondern so ganz leicht. Und jetzt beginnen wir hier einen liegenden Achter einmal zu zeichnen. Vor uns, liegender Achter. Beginne ich klein zunächst einmal von meiner Bewegung her. Schau, dass ich mal einen Rhythmus finde. Kann den Oberkörper dann mitnehmen. Kann dann größer werden. Gehe da zum Beispiel in die Knie und nehme hier diesen Schwung mit. Und mit den Armen auch größer, weiter, von der Bewegung her. So, jetzt halten wir kurz einmal an und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Andere Richtung. Schön groß. Klein natürlich beginnen, ja. Und wenn ich merke, es geht gut, werde ich größer hier von ja, der Achterbewegung her. Und wir gehen nach oben. Jetzt geht es gleich weiter. Stehender Achter. Komme nach unten. Gehe mit den Armen nach oben und wieder nach unten. Und auch da zum Beispiel kann ich jetzt in die Knie gehen. Zack, ziehe nach oben. Mehr ein bisschen breiter von der Beinstellung, wenn ich mich, wenn ich da wohl erfülle. Ja. Gehe nach oben, zack, nach unten. Schwinge da mit. Und auch da stoppe ich einmal und versuche in die andere Richtung zu gehen. Da wird man auch wieder spüren. Also ich merke es immer wieder, die eine Richtung, die flutscht so richtig. Gell? Und die andere, da ist ein bisschen so eckert. So. Ja. Und wir kommen zur Mitte. Sehr gut. So, nächster Schritt, Hacken. Ja, beginnst du hier ganz kleine Bewegungen zu machen. Bitte achte immer darauf, nicht dass ich irgendwie so da stehe, sondern aufrichten, groß machen, Lächeln aufsetzen und wir hacken. Ja, zack. Und es ist halt, es ist die regelmäßige Wiederholung, die uns besser macht. Deswegen bitte nehmt euch Zeit für euch, tragt euch einen Termin für euch ein. Ja, und wenn es nur 3 Mal in der Woche ist, am besten wäre es natürlich jeden Tag oder zumindest 5 Mal in der Woche. Ja. Aber wichtig ist die Regelmäßigkeit. So, jetzt gehen wir darüber, gehen nach oben. Warum sage ich das? Also bestes Beispiel, die Kur. Gell? Auf der Kur bist du motiviert, machst, dann kommst du zu Hause, denkst da zu Hause, mache ich weiter. Was passiert dann? Nach 3 Wochen ist schon wieder vorbei. Ne? Dann heißt es wieder zurück zum Start. So, wieder nach oben. Und zack, wieder nach unten, seitlich. Und dann kann ich wieder in die andere Richtung rüber arbeiten. Gehe da nach oben. Wander darüber, gehe da nach unten. Und versuche vielleicht der Spur schneller zu werden, dort was geht. Und jetzt gehen wir einmal nach oben. Ja, da freut sich unsere feine Muskulatur rund um die Wirbelsäule. Und noch einmal nach oben. Und wieder nach unten. Und wir lockern aus. So, Körpermitte, sind wir stabil, können wir so leichte Grätsche machen. Jetzt Arme zur Seite und jetzt bewegen wir uns einmal dahin und einmal dahin. Einmal rechts, einmal links oder einmal links, einmal rechts. Da in der Körpermitte sind wir stabil. Ja. Nur da eins, zwei. Ja. Zack. Und dann kann ich hier natürlich jetzt meine
Handflächen ausdrehen. Ausdrehen. Mach mich lang. Ausdrehen. Und da merke ich auch natürlich, klein beginnen zunächst einmal mit oben und dann spüre ich, da geht es schon besser, komme ich weiter. Und wieder. Und wir haben noch 5, 4, 3, 2 und 1. So, wir lockern kurz aus. Jetzt geht es um unsere Oberarme, der Bizeps. Ja, und zwar umfasse ich hier mein Handgelenk, kann da so leichte Faust machen, brauche nicht anstrengend sein. Und jetzt mache ich vorhin, ziehe ich praktisch, also ich ziehe von unten nach oben und gleichzeitig drücke ich von oben nach unten. Das heißt, dass ich dann Widerstand habe und dann gehe ich nach oben. Genau. Dann jetzt kräftig mal. Da kann ich richtig versuchen, hier anzuspannen, anspannen. Ja, und wieder, zack, drücke nach unten, von unten nach oben. Den pumpen wir jetzt ein bisschen auf. Jawohl. Und wir haben noch 5, 4, 3, 2 und 1. So, wir wechseln, andere Hand, machen wir die Faust, umfassen wieder hier unser Handgelenk und auch da wieder, gleiches Prozedere, von unten nach oben und von oben nach unten. Ja. Da pumpt man wieder auf. Ja, richtig schön. Ziehen wir da nach oben. Jawohl, genau. Oben gehen. Der Schwarzenegger hat auch Freit mit uns. Und wir haben noch 5, 4, 3, 2 und 1. So, wir locken aus. Ja. Können wir gleich so stehen bleiben. Jetzt Daumen zeigt nach innen. Und jetzt gehen wir noch nach hinten. Ja, nach hinten. Und jetzt machen wir so ganz kleine Bewegungen. Machen wir so nach hinten. Ganz kleine Bewegungen. Trizeps da, den wollen wir auch spüren. Genau so sind wir richtig. Hinten. Kleine Bewegungen, die wir machen. Nach hinten gehen. Kleine Bewegungen, ja. Genau, da wollen wir es, da wollen wir spüren, ja. Geh nach hinten. Immer wieder die Atmung, bitte darauf achten, ja. Ein und dann ausatmen. So, Achtung, und jetzt machen wir Folgendes, jetzt halten wir kurz einmal die Position richtig halten und wir wollen den Trizeps spüren, ja, Trizeps spüren, sehr gut, und wir halten, 5, 4, 3, 2, 1, so, wir lockern aus, und jetzt gehen wir in die leichte Grätsche, machen Folgendes, wir stützen uns hier ab, achten aber bitte darauf immer, ja, dass man nicht das so ist Bobschuss, sondern wirklich den Nabel zieht nach innen. Ja, und jetzt, ein Arm nach vorne, kommt zurück, setzt mal ab, anderer Arm geht nach oben, kommen wieder zurück. Vorne und zurück, zack, kommt zu euch, oben, oben ziehen. Oben. Da geht es nicht ums Tempo, gell? Wirklich da nach oben lang machen, strecken. Und noch 3 auf jeder Seite. 2.
2 und der letzte 1, aber wir haben noch, ja, wir haben noch, denn jetzt beide Arme nach vorne, schieben beide Arme nach oben, jawohl, beide Arme, kommen wir zurück, beide Arme, 4, 3, 2, 1 und jetzt gehen wir nach hinten. 5, 4, 3, 2 und 1. So, Körpermitte ist das nächste. Stabilität, die brauchen wir immer wieder. Gleichgewicht, und zwar unsere seitliche Balance, die wir damit fördern. Ein Bein gut verwurzeln, Ihnen das rechte jetzt. Ja. Und dann löse ich aus und neige mich einmal zur Seite. Schau mal, wie weit geht's. Ja. Merke, ich stehe gut, gehe wieder zurück. Ja. Und immer achten, auch da wieder, wir schranken. Geh zur Seite, ja, zack, und komme wieder zurück. Jetzt kann ich aber natürlich auch gerne, wenn ich möchte, die Arme nach oben geben. Und jetzt schaue ich mal, wie weit komme ich. So, wie weit geht's? Ja. Bewege mich wieder zurück in die Mitte. Kann kurz auslockern dazwischen. Und dann natürlich das andere Bein zu nehmen einmal. Ja. Und jetzt kann ich zum Beispiel versuchen, hier anzufersen. Anzufersen. Oder, hoppala, dann versuchen, Knie, Ellbogen. Hopsi. Ja, seht ihr, also das Gleichgewicht trainieren wir auch gleich damit. Ja. So, andere Seite auch da wieder versuchen. In der Einsteigervariante kann ich auch einmal probieren, hier anfersen. Oder mal dann versuchen, hier Knie-Ellbogen. Ich kann aber dann nicht mich weiter auch zur Seite neigen. Ja, aber es ist kein Muss. Ja, ich kann einfach ganz einmal nur mal trainieren für mich selber, schauen, okay, geht das gut, kann ich halten. Standbein nie ganz gestreckt. Wechsle mein Bein. Geh aufs andere. Ja, einfach einmal trainieren. Dann einmal versuchen, die Arme nach oben zu nehmen. Ja, auch hier zu halten. So, und jetzt machen wir jede Seite gemeinsam noch einmal. Und zwar, ja, Arme nach oben, jetzt versuchen wir, gehen wir zur Seite. Schauen wir, wie weit es geht. Und jetzt versuchen wir zu halten. 5, 4, 3, 2 und 1. Und kommen wieder zurück. Kurz auslockern. Andere Seite. Auch da wieder. Soweit es geht. Bin ich in meiner Endposition. Hoppala, genau. Halten. 5, 4, 3, 2 und 1. Und kommen wieder zurück. Sehr gut. So, wir lockern aus. Jetzt, nächster Schritt, und zwar Kniehub abspreizen, anziehen, strecken, beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Das heißt, Kniehub abspreizen, anziehen, strecken. Beim Beugen jetzt versuchen, dass wir hier parallel bleiben, abspreizen, anziehen, strecken. Ja, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach oben. Und zack, da sind wir. Dankeschön. Und wieder. Kommen zurück. Ja, und da schauen wir, dass wir da parallel sind. Abspreizen, zack. Und geht schon. So, wir lockern kurz aus. Jetzt wechseln wir aber ein anderes Bein, das heißt Kniehub, abspreizen, anziehen, strecken, hopsi, beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Ja, wieder Kniehub. Zack, und wieder aufsetzen. Jawohl, zack, eins. Und wieder. Und einmal geht's noch. Hinaus und zack. Und wir lockern aus. So, nächste Übung. Kniehub, Kniebeuge. Das heißt, wir haben einen Kniehub. Wir steigen zur Seite. Dann gehen wir mit dem Gesäß nach unten. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Schieben über das Gesäß nach oben.
steigen bei. Dann kommt wieder der Step, Seite, geh nach unten, kommen nach oben, ziehen bei. Und jetzt bitte jeder in seinem Rhythmus, in seiner Geschwindigkeit und auch Bewegungsgröße. Also die Einsteiger sind ja da oben, ja, die Fortgeschrittenen etwas tiefer und die Profis halt so gut es geht nach unten. Aber immer darauf aufpassen, Nabel zieht nach innen, erst dann komme ich nach oben. Also gerader Rücken aufpassen, dass da das Gesäß nicht ausfällt. Geh nach unten, schiebe das Gesäß nach oben und ziehe bei. Ja. Und wieder. Sidestep. Zieh bei. Und zack. Und wieder. Sidestep. Zieh bei. Geh nach unten. Komm wieder. So, und fünf machen wir noch. Vier, drei, zwei und der letzte, eins. Super. So, nächster Schritt. Ja, Kräftigung Gesäß, Oberschenkel, Außenseite. Dazu ja, kann ich mich gern festhalten. Ein Bein gut verwurzelt, das löse ich aus. Hier, da bin ich abgewinkelt. Und jetzt ziehe ich da nach oben. Ziehe da nach oben. Ja, kommt zu euch von vorne, vielleicht, dass ihr es besser seht. Ja, ziehe da nach oben. Kann mich gerne so praktisch wie tätisch vorne anhalten. Ziehe nach oben. Noch drei, zwei, eins. Und jetzt ganz kleine Bewegungen machen. Vielleicht kann man es kurz zeigen. Ganz kleine. Ja, ganz kleine. 4, 3, 2, 1. Sehr gut. So, Beinwechsel. Auch da wieder. Wie gesagt, kann mich gern festhalten. Ja? Kann mich festhalten und dann geht er nach außen. Ja? Wenn ich möchte. Und wieder. Außen. Atmung fließen lassen. 4, 3, 2, 1 und jetzt noch ganz kleine. 4, 3, 2, 1. Ja, da kann schon sein, dass dann ein bisschen anfängt zum Wackeln. Ja? Zack. Sehr gut. Ja, da mache ich das Gleichgewicht mit dabei. So, eine machen wir noch schnell und zwar unsere Aufstiegübung. Dazu gehen wir da nach unten. Jetzt ein Arm nach vorne, eine Handfläche, zweite Handfläche. Zack. Und wieder zurück. 1, 2, richt mich auf. Ja? Geh nach unten. 1, 2, 3, 4, schiebe nach oben. Ja, geh wieder unten. 1, 2, 3, 4 und richte mich auf. Okay? Und wieder nach unten. Jetzt die andere Handfläche zuerst nach vorne. 1, 2, dann wieder 3, 4 und richte mich auf. Und was so schön ist, einmal geht's noch. 1, 2, 3, 4 und ich richte mich nach oben auf. Sehr gut. So, wir kommen schon zur Cool-Down-Phase. Können wir uns entspannt hinstellen. Jetzt greifen wir da ineinander, gehen nach oben, strecken einmal. Ja, muss das Leiberl ein bisschen nach unten sein. Und jetzt zahle ich da so nach hinten. Neige mich, ziehe da richtig schön nach hinten. Zieh nach hinten. Da haben wir es. Zieh da richtig schön nach hinten. Dann kommen wir nach vorne. Kann kurz einmal ausschütteln. So, dann mache ich das Ganze seitlich. Geh seitlich. Komm zur Mitte. Schütteln wir mal kurz aus. Jetzt noch einmal. Was fehlt uns? Die andere Seite. Auch da. In die Streckung gehen. Wir schauen, dass man den alles sieht. Zack. Geht in die Streckung.
und komme wieder zur Mitte. Ja, großartig, sensationell, schön, dass ihr mit dabei wart. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe und wie immer heißt es auch heute, trinken, trinken, trinken. Ich werde in die Kamera winken, die Zelle muss eh schwimmen.